Wie wird man jetzt das lästige Unkraut los? Hallo und willkommen in meinem Garten bzw. meinem Vorgarten. Heute das lästige Thema Unkraut. Überall zwischen den Terrassenplatten und dem Pflaster bildet sich das Unkraut in rauen Mengen. Es ist eine Wahnsinnsarbeit, das alles da rauszukratzen. Also zeige ich euch heute einfach mal, wie ich das so mache. Ganz einfach. Ich habe mir jetzt hier eine Gießkanne genommen. Die hat ein Fassungsvermögen von 5 Liter. Man kann das Ganze natürlich auch in der Wassersprühflasche machen, aber ich mache es halt lieber mit der Gießkanne. Die habe ich jetzt schon mit 4 Liter Wasser befüllt. Und jetzt geht das ganz, ganz einfach. Dazu gebe ich Essigessenz, eine Flasche, etwas Pril und eine gute Ration Salz. Hier jetzt mal einfach so ein kleiner Auszug, wie das so aussieht. Also ich habe hier zum Beispiel Löwenzahn stehen ohne Ende. Da werde ich jetzt einfach mal drüber kippen. Die Fläche, die ist natürlich weitaus größer. Hier auch. Hier vorne zieht sich das dann weiter. Das Ganze ist also denkbar einfach. Einfach übergießen. Jetzt habe ich das hier mal alles schön getränkt und dann mal gucken, wie sich das hier bewegt. Dann wird man sehen, wie das Unkraut zergeht und vertrocknet, sodass man das nachher ganz, ganz leicht entfernen und auch teilweise sogar nur abkehren braucht. Wichtig ist natürlich, dass man dafür einen Tag wählt, wo es nicht regnet und am besten auch die nächsten 1-2 Tage nicht. Jetzt ist zwar für übermorgen Gewitter angesagt, aber ich will hoffen, dass mir hier die Zeit noch reicht. So, hier kann man das jetzt sehen, wie sich das Unkraut im Grunde, wie das verbrannt ist oder sich zersetzt hat. Auch hier sieht man das wunderbar. Jetzt braucht man da im Prinzip nur noch, hier kann man so sehen, das kann man jetzt so wegmachen. Hier. Also wie ich schon vorher sagte, das Ganze ist jetzt hier 2 Tage später. Dann bürstet man das einfach mit einem harten Straßenbesen ab und dann ist das Unkraut verschwunden. Hier ist noch ein dickeres, wie man sieht. Also auch das packt man immer eben an. So und weg. Bis bald. Ich hoffe, mein Tipp hat euch gefallen und nützt dem einen oder anderen, denn Unkraut ist ja wirklich eine Plage. Jetzt sage ich euch mal einen lieben Gruß. Bis bald. Tschüss.